Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier bei Harad, dem Schmied. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Ich bin Waffenschmied, kein Goldschmied. Hier in der Stadt wirst du wahrscheinlich niemanden finden, der dir helfen kann. Die Leute haben kein Geld mehr in den Taschen. Und reich wirst du hier schon lange nicht mehr. Die meisten sind doch froh, wenn sie genug zum Beißen haben. Wo finde ich einen Goldschmied? Bei den Söldnern auf Onas Hof soll es einen guten Schmied geben. Vielleicht versuchst du es da mal. Ah, okay, Bennett. Alles klar. Dann werde ich halt eben doch zu Bennett gehen. Okay, die Sache ist nur, Teleport zu Xardas brauche ich gerade nicht. Die 6 ist leider schon belegt. Das heißt, ich kann mir jetzt den hier belegen. Großbauern. Muss ich mich ehrlich gesagt erst wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass ich mich hier teleportieren kann, aber ist natürlich schon praktisch. Hey du! Was machst du denn hier? Und, alles klar bei dir? Alles im Lot. Die Wassermagier haben uns sicher aus diesem verfluchten Tal gebracht. Was hast du jetzt vor? Ich werde weiterhin für Lee kämpfen. Eines Tages werden wir schon diese Insel verlassen. Und dann? Wir werden sehen. Wenn der Krieg noch tobt, geht's gegen die Orks. Aber das wird sich zeigen. Ah, das war einer von den Geretteten, stimmt. Hey, du. Du kannst mir... Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Ja, alles klar. Natürlich. Hab ich vor. Danke. Hort. Der ist in Ordnung, glaube ich. Okay, einmal kurz würde ich mit Lee reden. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier was Tolles Neues zu besprechen gibt, aber wenn ich schon mal hier bin, schauen wir doch mal. Nee, da kann ich immer nur über das Minental reden. Okay. Da leider halt nicht über die... Ich dachte, vielleicht interessiert ihn, dass ich ihm seine Leute wieder zurückgebracht habe, die verschwunden waren. Bodo, Torloff, nope. Cypher war es, genau. Cypher, du hast Sumpfkraut. Das hab ich früher. Zeig mir deine Ware. Klar, bedien dich, bedien dich. Und zwar hätte ich gerne... Was wird sich hier ändern? Ja, Moment. Brauchen die Wassermagier Sumpfkrautstängel? Oder Sumpfkraut in Krautform? Weiß ich nicht. Ich hoffe mal, das hier reicht. Irgendwann musste es also. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir an? Okay. Kann ich mir denn in der Zwischenzeit vielleicht schon einen neuen Eintopf bei Thekla abholen? Das geht ja auch mehrfach. Wenn man sich ganz besonders verhält, geht's sogar richtig ganz oft. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Ah, schade. Also jedes Mal, wenn eine bestimmte Quest, also es gibt bestimmte Quests, wenn man die abschließt, kriegt man zur Belohnung von ihr einen Eintopf. Allerdings habe ich mir das vorhin nicht genau angeschaut, was ich da exakt tun muss. Oh mein Gott, kann ich plötzlich ganz viel bei ihm reden. Noch mehr Ärger. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an, ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Daran was ändert. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Aha. Das ist ja praktisch. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei mir abholen. Okay, danke schön. So, jetzt ist 9.15 Uhr am 54. Tag. Das heißt, am 55. Tag werde ich das Amulett abholen können. Da, erzähl mal. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Manchmal lasse ich mich auch von rachsüchtigen Sumpfkraut-Junkies zusammenschlagen. Ich wollte eigentlich darauf raus, ob du mir noch ein bisschen was verkaufen kannst. Aber gut, dann halt nicht. Nee, ich würde jetzt mal zu Sagitta gehen und schauen, ob die vielleicht zufällig noch ein bisschen Sumpfkraut in Reinform für mich hat. Weil, wie gesagt, ich, der Papp, das ja alles
dem Fortuno gegeben. Ich glaube, Fisk hat noch was bei Injaken da. Aber bis ich da jetzt wieder bin, das dauert ja ewig. Nee. Ich gehe mal zu Sagitta. War ja nicht ein Schattenläufer irgendwo. Deswegen habe ich übrigens das Mana, den Zauber in der Hand. Ja, da ist ein Schattenläufer. Soll ich mich mit dem anlegen? Soll ich es versuchen? Ne? Wie wär's? Komm. Das kann ja eigentlich nicht schief gehen, oder? Ich habe ja aus meinen Fehlern gelernt. Komm her. Was? Warum kann ich dich viermal zaubern? Ich kann doch viermal zaubern normalerweise. Ach so, weil ich mich teleportiert habe, ich Depp. Natürlich. Ich Idiot, nein! Ich Idiot. Ich habe mich natürlich teleportiert. Und deswegen ist mein Mana nicht ganz voll gewesen, als ich hier angefangen habe. Oh mein Gott, war das knapp. Oh Gott, war das knapp. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. So, ich weiß doch genau, 10 Mana kriege ich vom Weißen oben. Und dann brauche ich hier ganz viele Lebenspunkte. Ich trinke mal 70er. 295, 265, 335, jetzt noch 110, das heißt jetzt noch 40 und 40, naja, 30 und 2 Beeren. Oh mein Gott, war das knapp mit dem Schattenläufer, aber ich hab's geschafft, aber gerade so. Interessant, ne? Das heißt, zu Fuß, also mit meiner Waffe, kann ich gerade mal so viel Schaden machen, wie einer von meinen Zaubersprüchen gerade. Und nicht, dass der Zauberspruch gerade möglichst stark wäre. Nee, so stark ist er gar nicht. Es gibt stärkere. Also da geht schon noch um einiges mehr. Das ist eine Innos-Statue. Ich suche eine Belia-Statue, um die Klaue Belias in... Und zwar folgendes, genau. Ich habe ein bisschen nachgelesen, die Klaue Belias. Die kann ich wahlweise in eine, also nicht wahlweise, sondern wenn ich Kämpfer bin, könnte ich sie in eine Waffe verwandeln, aber da ich Magier bin, kann ich daraus Belia-Runen machen. Sekunde. Welche Ware hast du anzu... Sag mir was. Sumpfkraut. 3-mal. Roter Tränenpfeffer. Ja, den nehme ich. Den nehme ich aber sowas von. Und dann wollte ich übrigens 50er Heiltränke. Genau, vielen Dank. Genau, und weil ich Magier bin, kann ich aus der Klaue Belias verschiedene Runen machen. Das Problem ist nur, ich habe mir das mal angeguckt, was für Runen das sind, die ich da machen kann. Und irgendwie sind die nicht wirklich gut. Und deswegen tendiere ich tatsächlich dazu, zu Saturas zu gehen und ihn einfach die Klaue Belias vernichten zu lassen. Ja, jetzt ist es raus. Darüber denke ich nach. Das habe ich vor zu tun. Blödsinn. Ich will gar nicht in die Hafenstadt. Ich will... Warum ist meine Null nicht belegt mit Teleport Kloster? Er arbeitet auch den da will ich die Null haben. Dankeschön. Worum soll ich mich denn noch? So. Denn ich muss ja Pyroka dazu bringen, das Auge Innos wiederherzustellen. Ich will neue Zauber lernen. So, nein. Ich habe Eisblock. Nein, ich habe den kleinen Feuersturm. Und nein, ich will auch keine Windfaust lernen. Was ich gerne lernen würde, wäre ein Blitzzauber. Allerdings frage ich mich, ob ich den überhaupt hier bei den Feuermagiern lernen kann. Ich fürchte ja, das geht nicht. Das ist doch nichts Neues. Wo war denn der dritte Kreis? Schauen wir doch mal. Das hier ist der zweite Kreis. Hier brauche ich, Feuerball, Eispfeil, Wolfruf und Windfaust, Schlaf. Ist das der dritte Kreis? Genau, kleiner Feuersturm, mittlerer Wundenhals, Furcht, Eisblock. Kugelblitz klingt auch gut. Bergkristall, Schwefel. Dürfte ich beides haben? Ist das Bergkristall? Nee, Aquamarin ist das. Bergkristall habe ich, 13. Und Schwefel habe ich 16 Mal. Mehr als genug. Hey, ich würde gerne einen Kugelblitz lernen.
Unterrichte mich. Nein, nicht Feuerball. Kugelblitz. Kann mir denn keiner von euch Kugelblitz beibringen? Meine Güte. Oder kann ich das schon, weil ich es gelesen habe? Nee, kann ich nicht, ne? Das wäre jetzt so einfach. Nee, kann ich nicht. Hey, du. Unterrichte mich. Auch du kannst mir das nicht beibringen. Mein Gott. Zeig mir deine Ware. Hast du wenigstens eine Kugelblitzrolle dabei? Nee, hast du auch nicht. Ah, was könnt ihr eigentlich? Was könnt ihr eigentlich, Leute? Was könnt ihr eigentlich? Kannst du das? Wer von euch war das denn? Unterrichte mich. Warum erfahre ich das? Kugelblitz. Ja, genau. Kugelblitz, Sekunde, habe ich denn eine Schriftrolle davon? Weil wenn nicht, dann ist das Ganze reichlich sinnlos zu lernen, weil ich es dann eh nicht herstellen kann. Ich sollte erstmal alles haben, was ich brauche. Blitz macht 30 Schaden. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Problem ist, so wie es aussieht, ich habe keinen Kugelblitz. Also muss ich mir erstmal einen Kugelblitz besorgen. Hey, du! Unterweise mich. Da kann mir nichts Interessantes beibringen. Möge. Ja. Ich habe was anderes gehört. Möge Innos mich beschützen, ich weiß. Das ist so ungewohnt. Ich war die ganze Zeit bei Adanos-Leuten. Bist du zufrieden mit deiner Aufgabe? Ja. Ja. Ich möchte nicht unfassbar. Du darfst weitermachen. Danke. Das kenne ich. Ich dachte nur, ich rede mal kurz mit ihm. Okay. Ich brauche eine Kugelblitz-Schriftrolle, bitte. Ich brauche ein paar Dinge. So, hier haben wir Unsinn. Okay, ich fange unten an. Blitz, Windfaust, Verwandlung. Kugelblitz macht 30 bis 120 Schaden. Und zwar dreimal so viel, wie es Mana kostet. Das scheint mir doch vernünftig. Die Alternative wäre ein Blitz, aber der macht ja nur 30 Schaden. Das ist wenig, das ist viel zu wenig. Oder ein Feuerball. Aber der macht 75 immerhin, aber ich meine, Eispfeil wäre die Alternative, genau, der macht 50 Magieschaden. Aber auch nur halb so stark wie der kleine Feuersturm, ne? Der kleine Feuersturm macht 100 und der Kugelblitz macht 30 bis 120. Also ich würde mal sagen, die sind vergleichbar von der Stärke her. Das heißt, ich habe jetzt alles, was ich brauche, um Kugelblitz herzustellen. Ja, dann mache ich das doch mal. Meinst du, mir geht es besser? Und dann gehe ich zu Pyrokar und versuche davon zu überzeugen. Unterrichte mich. Das Auge Innos herzustellen. Man erzählt sich ja so einiges. So, vielen Dank. Ich habe Kugelblitz gelernt. Jetzt habe ich wieder 5 Lernpunkte. Ich könnte damit, glaube ich, mein Mana um einen ganzen Punkt steigern, was voll nichts bringt bei 106. Ich brauche 4 Punkte dazu. Kreis 3. Kugelblitz. Dankeschön. Und die würde ich auch gerne gleich auswählen. Und zwar würde ich mal sagen, das Heiliglicht brauche ich so selten. Ich packe mir mal den Kugelblitz auf die 5, den Eisblock auf die 6 und das Heilige Licht. Tja, ne. Das hole ich mir dann, wenn ich es brauche. Also gut, ich habe einen neuen Zauber. Yay! Da speichere ich doch glatt eine Runde, was jetzt hier an dieser Stelle Unsinn ist. Denn wenn ich jetzt mit Pyroka rede, werde ich sowieso nicht drauf gehen. Aber... Nee, passt. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Innos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich. Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du?
Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Tja, das Problem ist halt, wenn wir es nicht tun, dann geht die Welt unter. Junge, sei doch nicht so blöd. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich! Ich glaube, das hier hätte ich vorher besprechen sollen. Moment, hat er gerade gesagt, die Zeit arbeitet gegen uns, obwohl er sich, und trotzdem wehrt er sich dagegen, mit Xalas zusammenzuarbeiten. Ah, wie ich sowas hasse! Was ist der Sonnenkreis? Solche Leute. Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Warum gerade Vatras? Das Privileg der Robe ermächtigt dich nicht, meine Anweisungen in Frage zu stellen, Bruder. Vatras ist ein Diener Adanos. Allein das Wissen der Wassermagier wird uns in dieser dunklen Stunde Klarheit verschaffen. Das ist alles, was du wissen musst. Na dann. Segne mich, Meister. Möge Innos... Ja. Okay, das bringt eh nichts. Okay. Ach, herrje. Ich brauche einen Beweis, dass Xardas... Dass er Xardas vertrauen kann. Oh mein Gott. Wie tue ich das? Okay, hier brauche ich gerade nicht hin. Hier bin ich ja schon. Xardas. Ich frage doch einfach mal Xardas selber. Glaubst du wirklich? Na, wenn hier jemand die Ahnung hat davon, dann wohl Xardas selbst. So, übrigens kann man hier hinten... Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war in der Aufnahme. Ich habe es mal ausprobiert, nachdem ich es gelesen habe. War ich denn hier schon? Nein, hier war ich noch gar nicht. Guck mal, hier kann man nämlich hin. Da sind ein paar Spruchrollen, auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, welche einen Trank. Und das Interessante ist, man kann da im Prinzip von Anfang an hin. Und lustigerweise ist hier auch eine Höhle, eine verschüttete, die so, da wir hier in der Nähe des Minentals sind, ja, die ist in so einem Gebirgszug, der vom Minental hochkommt. Ja, vielleicht ist da ja Xardas durchgekommen, ne? Könnte ja sein. Würde ich mir vorstellen können. So, was liegt hier denn noch, ist die Frage. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter, okay. Dann schaue ich doch mal, welche Zauber das waren. Ob es irgendwelche neue sind. Eiswelle könnte es gewesen sein, tatsächlich. Hab ich nur einmal. Ja, okay. Eiswelle könnte zumindest eins davon gewesen sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie auch immer, Schriftrollen benutze ich eigentlich nicht wirklich, da ich Magier bin und meine Runen habe. Aber, ja, ich kann aber irgendwann, wenn ich Geldmangel habe, vielleicht die Schriftrolle, die ich nicht brauche, verticken. Von daher ist es vielleicht gar nicht so blöd, die mitzunehmen. Und so ein Trank ist eh immer zu gebrauchen. Ob Mana oder Leben. Früher oder später werde ich den brauchen. Ärger tut mich eigentlich nur, dass ich das nicht schon von Anfang an gefunden habe, weil ich denke mal, die Rollen wären von Anfang an deutlich mehr wert gewesen. Habe ich denn Blutfliegenstachel dabei? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich sollte jetzt nicht in der Lage sein, einen Trank der Geistesveränderung, genau, kann ich gerade nicht herstellen, da fehlen mir die Zutaten. Da muss ich tatsächlich nochmal kurz zu Fisk.
Ich will so einen haben und trinken. Ich habe den unbekannten Teil der Insel erforscht. Und? Was hast du gefunden? Die ganze Sache dreht sich um ein mächtiges Artefakt. Die Klaue Belias. Die Klaue Belias? Wo ist sie jetzt? Trägst du sie bei dir? Ja, ich habe sie hier. Höchst interessant. Diese Waffe kann uns von großem Nutzen sein, aber sie ist auch äußerst gefährlich. Gib gut auf dich Acht und vor allem verliere sie nicht. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Schon geschehen. Er ist dir einen Schritt voraus. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Warte mal. Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyroka also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Aha. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyroka dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Wird das Umkehrritual funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Ach ja, natürlich. Ich habe hier natürlich jetzt den nächsten Ort, wo ich hin muss. Nämlich zu dem Großbauern. Yay! Naja, das trifft sich gut. Weil hier muss ich ja eh hin, um das Auge Innos wieder abzuholen. Am nächsten Tag. Naja, was heißt nächster Tag? Es ist Mittag, 13.40 Uhr. Ich würde mal sagen, ich hau mich hier eine Runde aufs Ohr und nachdem ich geschlafen habe, geht es dann in der nächsten Folge weiter, wenn ich kurz zu Sekop gehe und dann das hoffentlich reparierte Auge Innos wieder bei Bennett abhole. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ich mal wieder die Welt rette.